Ich kann ja alles kaufen, Mann. Ist das illegal? Und Babys Omeletten sind nach unten gesetzt worden. Oh mein Gott. Fuck. Was mache ich jetzt? Guck dir das ganze Video bis zum Ende an und helf mir, das Geheimnis zu lüften. Wem gehört dieser Laptop? Schönen guten Tag, ich bin Simpsons Flissio. Und du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich war auf meinem Lamborghini. War ich weg? Da war ich weg. Und ich hab mir was gekauft. Einen Koffer. Und in diesem Koffer, du wirst nicht glauben, was ich da gefunden habe. Du wirst es nicht glauben. Ein Laptop. Ich habe diesen Laptop da gefunden und das ist echt krass. Ich öffne ihn mal. Ah, ist kein Mac. Moment. Ich muss zwei in der Nähe. Oh, und er geht an. Er geht an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er geht an. Ich sehe die Maus da. Kannst du was aussehen? Oh mein Gott. Ein bisschen her. Alter. Das hat uns falsch. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber Alter. Oh mein Gott. Ein bisschen staubig, ne? Geh mal rein. Wenn er ein Passwort hat, ist das ziemlich scheiße. Fuck, der hat ein Passwort. Wieso soll ich denn dieses Passwort jetzt rausfinden, Mann? Also ich glaube, das muss ein Laptop von meinem Hacker sein. Das muss ja so sein, weil was anderes kommt gar nicht in Frage als ein Laptop vom Hacker. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Schreibt mal Passwörter in die Kommentare. Und eins davon wird bestimmt richtig sein. Lest es in den Kommentaren, das könnt ihr mir nochmal ausprobieren, oder? Wir testen es mal. Passwort. Scheiße. Hat nicht funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Also ihr seid echt Drecksapp, Mann. Ihr könnt ja mal das richtige Passwort in die Kommentare schreiben, Mann, ey. Ach, Moment. Da fällt mir auch wieder ein, das Passwort. So. Herr Schwarz. Oh mein Gott. Really, nigga? Hä? Werde ich jetzt sterben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der bist ja einfach mein YouTube-Kanal-Hintergrund als Hintergrundbild. Zufall? Ich glaube nicht. Was ist das für eine kranke Scheiße, Mann? Irgendwas muss doch hier ein Hinweis drauf sein. Irgendwas, woher dieser Laptop stammt. Alter, wie viele Tabs hat er denn offen? 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Tabs, Alter. 49 Tabs. Diese Zahl muss doch irgendetwas bedeuten. Wenn der PC gerade noch lädt, kann ich kurz mal zeigen hier, dass die Softbox ja, auf dem Ding drauf liegt, weil der Ständer kaputt ist. Okay, ich gehe jetzt mal hier oben 49 ein. Das ist die Nummer der offenen Tabs hier gerade. Alter, was ist das? Alles klar. Alles klar? Da sind einfach Bilder von mir drauf. Aber nicht irgendwelche Bilder, nein. Bilder von Nikolas ist das. Was bedeutet das? Boah, das ist ja dieses Selfie. Habe ich eigentlich nicht veröffentlicht. Das war ich letztes Jahr mit meiner neuen Frisur. Das ist ausgepixelt, weil sonst wird das Video hier demonetarisiert. Das war erst gestern. Da war ich bei Ihnen zu Besuch. Wie kommen diese Bilder hier hin? Ich habe nur 49 eingegeben. Das ist ein Hacker-Laptop. Da ist ein Programm drauf. Wenn ich das öffne, als Administrator ausführen. Was ist das denn? Das ist aus dem Hacking-Software. Vielleicht kann ihr das Darknet gehen damit. Oder irgendwelche YouTuber hacken und die Einnahmen leaken. Ich öffne jetzt das da. Und ihr habt mir gesagt, da kommt ihr ins Darknet rein. Alter, wo wisst ihr jetzt eigentlich? Da die komplett kein Bandit, wollte ich sagen. Tut mir leid. Es tut sich nichts. Es passiert einfach gerade nichts. Es passiert einfach nichts. Was habe ich getan? Da tut sich doch was, oder? Ein Fenster ist aufgegangen. Entdecken privat. Oh mein Gott. Was ist das, Mann? Und ihr seht schon, hier sind ganz viele komische... gestoßen. Und ihr seht schon, hier sind ganz viele komische Codes. Das sind ja einfach irgendwelche komischen Links. Nein, nein. Links sind ja anders. Normalerweise steht ja immer .com oder so, aber hier steht .onion. Ich kopiere einfach mal irgendeinen Link hiervon. Enter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No way. No way. No way. No way. No way. No way, Alter. Was ist denn da gerade passiert? Eigentlich gar nichts los. Ich bin auf Wikipedia, aber das ist nicht Wikipedia, das ist was anderes. Da kann man solche PayPal-Accounts kaufen, Alter. Hier kann ich Waffen kaufen, glaube ich. Ich glaube, hier geht es um Waffen kaufen. Ne? Ist das illegal? Ich kann hier alles kaufen. Ich lege mal den ersten Ding drauf hier. Oh mein Gott, ist das illegal jetzt? What? Muss ich auf jeden Fall in Bitcoins bezahlen? Was ist das denn? Ach, das gibt's nicht, okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, PayPal-Accounts for sale. Ist das illegal schon? Das ist natürlich nur für Dokumentations- und Lerndingszwecke, ne? Also ich muss mich hier absichern. Drugs? Das ist Drogen. Alter. Seht ihr, was ich sehe? Ist das illegal? Alter. Seht ihr das, was ich sehe? Alter, da sind irgendwelche Leute draußen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der schläft zu. Alter, ich glaube, das sind nur wegen mir hier, weil ich den Laptop wahrscheinlich habe. Wahrscheinlich wissen die, dass ich den Laptop gekauft habe. Und jetzt sind die hier. Deswegen, Alter. Das lassen wir mal. Jetzt machen wir das Ding hier zu. Ist die bestimmt weg, oder? Sind weg. Oder vielleicht ja auch nur woanders. Ich muss jetzt wenigstens für das Video noch mal gucken, was ich noch sonst so machen kann mit dem Ding hier. Okay, wir sind jetzt hier auf dem Kanal von Bibis Beauty Palace, wie ihr sehen könnt. Und hier würde ich einfach erstmal sagen, hacken wir die jetzt mit dem Laptop hier. So machen wir das. Und oben ist mein Totenkopf. Da halte ich mir drauf. Und jetzt ist das Ding an. Oh mein Gott, mach's wieder aus. Bibis Beauty Palace, das ist ihr Kanal hier, hat einfach nur noch 896 Abonnenten. Also ich finde, das passt eigentlich schon zum Content so, ne? Und dann würde ich jetzt mal sagen, ja,
Alter. Wir haben ihren Namen verkennt auf YouTube. Wir haben einfach den Kanalnamen geändert. Das ist ja krank, Mann. Das ist ja illegal? Ich glaube, das ist nicht illegal. Das kann nicht illegal sein. Dieser Laptop ist einfach krank, Mann. Okay, schreib mal in die Kommentare, welche YouTuber wir noch hacken sollen. Wo ich den Namen ändern soll und die Abonnentenzahl runtersetzen oder hochsetzen soll. Moment, ich kenne einen YouTuber, der heißt Ineptias. Wo bin ich? Alter, hat eine Schnauze. Das ist auf jeden Fall realistisch. Ich würde sagen, so viel und dann hat der Content verdient. Kannst du direkt mal aber Abo da lassen, weil wenn du es noch nicht getan hast, bist du komplett kernbehindert, ja? Also die Netflix-Abonnenten sind hochgesetzt und Babys-Abonnenten sind nach unten gesetzt worden. Also das ist einfach krank, was ich mit diesem Laptop jetzt einfach machen kann. Am besten bestelle ich mir auch noch Falschgeld auf diesem Dark Web und dann ich halt irgendwo einkaufen, Mann. Das machen wir jetzt. Alter, oh mein Gott, ich lieg gerade hier und ich habe an der Tür etwas gehört. Es war ein richtig komisches Geräusch, aber bevor wir jetzt sterben, habe ich die Kamera mal angemacht, um meinen Tod zu filmen. Das gibt richtig gut Views, weil der Tod ist dann gefilmt, aber nicht hochgeladen. Es gibt trotzdem ganz viele Views. Oh mein Gott, was war das für ein Geräusch? Alter, ich zitter komplett, Mann. Ich zitter, Alter. Was ist denn das? Komm mal mit, komm mal mit. Moment, das ist gar keiner. Ich bin ja alleine hier. Ich bin ja nur ein Parodie von seinem Desk. Tut mir leid. Ich bleib hier, Alter. Mich kriegt's ja nicht zur Tür hin, Mann. Ich filme mir nur ganz kurz hier. Guck mal hin, Alter. Da ist nichts. Aber was war das für ein Geräusch gerade? Oh mein Gott! No way! No way! No way! Was ist denn das? Moment, ich weiß, was es ist. Das ist das Falschgeld, was ich bestellt habe online. Und das ist definitiv nicht einfach mein Geld, was ich gerade hingelegt habe. Da müssen wir eigentlich jetzt in den Laden gehen, mal kurz einkaufen gehen, ne? Ich bin jetzt mit meinem Lambo dahin gefahren. Ich zeige ihn jetzt nicht, weil ich habe kein Lambo eigentlich. Ich bin nur ein Parodie, wie gesagt, ja. Ich habe jetzt Falschgeld, gehen mal kurz gucken, ob ich was kaufen kann bei Saturn. Schönen guten Tag, ich würde gerne hier mit meinem Falschgeld ein bisschen was bezahlen. Die Kaffeemaschine, die ich gerne hätte. Das war echtes Geld, kein Falschgeld. Schönen guten Tag, ich nehme gerne das Geld an. Ihr sagt, das sieht gut aus als Rick. Richtig gut aus wie Geld. Echtes, Mann. Für 200 echtes Geld, das nehme ich einfach auf jeden Fall mal an. Und Sie können jetzt wieder gehen. Wollen Sie noch einen Kassenbon haben? Nee, okay, gut, dann gehen Sie jetzt. Schönen Tag noch, tschüss. Okay, schönen Tag noch. Alter, es hat einfach funktioniert. Sie hat nicht gemerkt, dass das Falschgeld war. Oh mein Gott. Aber das war, wie gesagt, nicht illegal, ne? Alles im grünen Bereich. Mann, was ist das für eine kranke Scheiße, Alter? Ich kann nicht glauben, was da passiert ist gerade. Es ist einfach unglaublich. Lass mal ein Like da. Okay, ich bin wieder da. Ich bin... Oh mein Gott. Was ist das denn? Da klebt ein Zettel am Laptop. Hallo? Ist hier jemand? Alter, ich zitter gerade komplett. Kann man das sehen? Ich glaube nicht. Ja, das Zittern kann man nicht in der Kamera so gut sehen, aber ich zitter auf jeden Fall richtig gerade, Alter. Was steht auf dem Zettel drauf? Du gleich tot. Ich bin ja tot? Das wäre aber neu jetzt. Vielleicht meinte, ey, dass ich tot bin. Ich bin noch nicht tot. Also, dass ich leid meine, dass ich sterbe. Oh, da wäre man noch tot. Das weiß ich noch nicht. Neuer Job, auch ganz cool, ne? Ich kann auf einem krassen Ding rein, einen Sensor, da kannst du. Du bist tot. Das ist mehr wie ein Laserschwert statt ein Sensor, aber naja. Aber vielleicht heißt es auch, dass ich sterben werde. Naja, ich gehe mal vom Ersten aus. Und das ist keine Bedrohung, sondern eine Beförderung in meinem Berufsleben. Okay, Mann, dieser Laptop ist einfach viel zu krass. Ich habe einfach so viel Scheiße gemacht und ich habe so noch eine Beförderung erhalten. Das ist einfach krass. Das ist krass. Aber ich glaube, das wird nicht gut enden. Schreib mal jetzt in die Kommentare, ob du denkst, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Oh mein Gott, Alter, wie ist das passiert? Was ist da los? Das ist einfach die fucking Matrix. Was ist das denn hier gerade? Das war auf der Kamera drauf, oder? Habe ich das gerade aufgenommen? Alter, das muss ich mir noch mal angucken. Da bin ich echt gespannt drauf, was da passiert ist, Mann. Aber was soll das bedeuten? Jetzt passiert. Alles klar. Wenn er schließt. Error? Ich sag gerade, you are stupid. Error. Was? Das sieht mir noch nach Hacking aus, oder? Oh, warte mal, was? Was? Moment mal. Was wenn ich einen Buchstaben gedrückt halte? Der schreibt die ganze Zeit groß und klein abwechselnd irgendwie. Alles klar. Ich würde sagen, jetzt geht es los. Ich bin fertig. Mit Enter bestätigen. Und ich werde wissen, woher dieser Laptop kommt. Also nicht woher, also wohin der kommt, sondern halt, ne, wo... Du weißt, ich meine, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, Mann? Alter, du wirst nicht glauben, was los ist, Mann. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, woher dieser Laptop kommt und was der Laptop machen möchte. Was das Ziel ist. Was das Ziel war mit diesem Laptop.
was die Leute erreichen wollten. Aber wenn ich es jetzt nicht sage, wann soll ich es denn sonst sagen? Also ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, das jetzt zu sagen. Aber wenn wir jetzt 20.000 Likes schaffen, dann veröffentliche ich es. Dann veröffentliche ich, warum der Laptop hier ist, Mann. Was mache ich denn jetzt? Alter. Mir schreckt, Mann. Ich glaube, sie haben mich vergiftet. Guck da noch mehr Comedy-Videos. Das ist gut.